Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Das Präsidium ist ein bisschen unglücklich darüber, dass der eine oder andere Wortbeitrag sowohl aus dem Plenum, aber auch vom Pult grenzwertig ist. Ich habe eben noch einmal nachgegoogelt, ist Pharisäer was Gutes oder nicht? Also die Mehrheitsmeinung ist eindeutig, ist es nicht. Na, das bitte ich jetzt aus dem Protokoll zu streichen, Herr Kollege. Aber ich bedanke mich trotzdem, dass Sie ein bisschen die Stimmung versuchen, wieder aufzuheitern. Also Pharisäer ist irgendwie das. Ich finde, unter Kollegen, hören Sie doch jetzt einfach mal zu. Vielleicht das ist das Beste, wenn einfach mal kurz zugehört wird. Ich mag es aber auch nicht, wenn ich höre, dass aus dem Plenum gerufen wird, Sie leben ja im Dunkeln. Und das kam nicht nur einmal vor, das kann man so oder so sehen. Aber wir beglückwünschen Sie, Herr Herrmann, und das ist zynisch gemeint, dass Sie bei dem Thema mit den Sympathisanten vorher gesagt haben, ich habe ja den Eindruck. Das kann man, glaube ich, schlecht rügen. Ich darf als Nächstes das Wort dem FDP-Abgeordneten Stefan Müller übergeben. Bitte schön, Herr Müller, Sie dürfen sich noch einmal setzen. Jetzt gehen wir erst einmal in eine Geschäftsordnungsdebatte. Ich hoffe, dass ich das kann. Draufdrücken. Ja. Das ist aber an. Jetzt ist es an. Herr Präsident, ich möchte bitten, dass wir das auf dem nächsten Ältestenrat als Thema diskutieren. Das geht so nicht. Dass hier Mitglieder der Landesregierung als Sympathisanten von Linksextremisten bezeichnen werden, das geht gar nicht. Und das ist eine Verletzung, glaube ich, auch der Verhaltensregeln des Hessischen Landtags. Jeder Vorschlag einer Fraktion wird natürlich im Ältestenrat behandelt. Nur ich erbitte dann auch das Protokoll, weil im Gegensatz, ich streite mich ungern, gerade von hier oben, aber er hat nicht gesagt, dass es, sondern er hat gesagt, ich glaube das. Ich habe den Eindruck, dass. Darüber können wir uns gerne mal unterhalten, ob im Ältestenrat das auch rügensfähig ist. Wollen wir aber jetzt weiter tun. Eigentlich wollten wir über den Pharisäer wieder in eine gute Stimmung zurückkommen. Und die gute Stimmung bringt jetzt der Herr Rudolf. Ja, Herr Präsident, ich beantrage auch, dass wir das Protokoll dann bitte auswerten und in die Sitzung des Ältestenrats nehmen, weil ich in der Tat gewisse Äußerungen auch nicht für parlamentarisch und angemessen im Hessischen Landtag halte. So machen wir es. Und jetzt ist mein dritter Versuch, Stefan Müller, Ihnen das Wort zu erteilen. Sie haben 15 Minuten selbst erredet, und dann können Sie noch 5 Minuten draufnehmen. Aber Sie müssen es wirklich nicht. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach der Debatte bis jetzt will ich noch einmal versuchen, auf die eigentliche Thematik zurückzukommen und mal beginnen mit dem Thema Statistik, weil Statistiken einfach was Schönes sind. Und gerade wenn die Spielregeln für eine Statistik diejenigen machen, die sie nachher auch präsentieren, dann kommt halt auch häufig was Gutes bei raus. Das muss man aller Ehren halber dann doch feststellen, weil es ist ja nicht nur in Hessen so, dass die Zahlen ständig besser werden. Man kann auch in andere Länder schauen. Aus dem Jahr 2019 ist bislang nur Hamburg veröffentlicht. Aber auch dort sind die niedrigsten Fallzahlen seit 1981 veröffentlicht worden und freudig bejubelt worden. Da ist bald Wahlen. Deswegen hat man es da noch ein bisschen früher gemacht als hier, damit es da auch ankommt und wirkt. Was ich damit sagen will, es ist richtig, dass man eine solche Auswertung macht. Man sollte die Zahlen dann aber auch nicht überbewerten. Und man sollte nicht sagen, weil wir jetzt dort gute Zahlen uns erarbeitet haben, ist das nächste Jahrzehnt gerettet und sicher, meine Damen und Herren. Das ist ein Ansatz, den ich so nicht mittragen kann, und es wäre auch zu einfach. Deswegen hätte ich mir eigentlich gehofft, dass in so einer Regierungserklärung, in der es dann auch ums nächste Jahrzehnt geht, das ein sicheres sein soll, man sagt, wie man das ausgestalten soll, wie man sich die Polizeiarbeit im nächsten Jahrzehnt vorstellt, wo man Schwerpunkte setzt, wo die entsprechenden Rahmenbedingungen verbessert werden sollen, wie die Polizeiarbeit auf der Straße vor Ort verbessert werden soll, wie die Einstellungszahlen verbessert werden sollen. All dazu haben wir allerdings nichts gehört vom Innenminister. Und das muss man ganz ehrlich sagen, wäre für mich ein Wunsch gewesen, dass man das anspricht. Denn wenn wir einsteigen in das Thema Kriminalitätsstatistik, dann kommen wir dazu, was auch schon angeführt ist. Es ist Schicksal, wenn man der fünfte Redner ist in einer Regierungserklärung.
Gerade die Straftaten im Bereich der schweren Kriminalität sind mitunter gestiegen, in den meisten Bereichen sogar gestiegen, bei dem Thema Kinderpornografie, was angesprochen wurde. Straftaten gegen das Leben gibt es einen Zuwachs. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Straftaten gegen die persönliche Freiheit, überall mehr Delikte. Das ist halt auch Teil einer Statistik. Im Gesamten sind sie vielleicht zurückgegangen. Das liegt an den nicht so schweren Einbruchsdiebstählen oder an den nicht so schweren, Entschuldigung, Einbruchsdiebstähle sind tatsächlich persönlich immer höchst belastend, aber an den sonstigen Diebstählen, die zurückgegangen sind, ohne schwerere Auswirkungen. Das sind insgesamt allein über 10.000 Straftaten in dem Bereich weniger. Das ist sehr zu begrüßen. Ich will das nicht kritisieren. Ich will nur sagen, wenn man dann sagt, 8.000 sind es insgesamt weniger, dann sind es aber 2.000 in anderen Bereichen, wo es auch mehr geworden ist. Und auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Und wenn man sich schaut, wo es dann gerade ist, macht uns das erhebliche Sorge. Das Thema Dunkelfeld ist schon angesprochen, und da verstehe ich ehrlich gesagt die Grünen nicht, die bis sie in die Regierung kamen, immer Dunkelfeldstudien toll fanden und gefordert haben. Jetzt ist es offensichtlich nicht mehr so. Ich glaube, dass Dunkelfeldstudien durchaus Sinn machen. Auch die sind kein Allheilmittel, wo man danach genau weiß, was los ist. Sie geben auch nur einen weiteren Einblick und eröffnen aber mögliche Ansätze, wo man in anderen Deliktsbereichen intensiver einsteigen kann und Schwerpunkte setzen kann, um auch dort eine höhere Aufklärungsquote zu erreichen, was dann auch zwangsläufig zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls führen würde. Denn das ist doch das, was wir erreichen wollen, dass sich die Menschen in Hessen sicher fühlen können, meine Damen und Herren. Dafür arbeiten die Polizeibeamtinnen und Beamten auf der Straße jeden Tag. Und da müssen wir ihnen dann auch die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Und dafür müssen sie auch wissen, wo sie eingesetzt werden sollen und wo die wichtigen Punkte sind, um hier Sicherheit und auch subjektive Sicherheit zu schaffen. Meine Damen und Herren, Anstieg der politisch motivierten Straftaten, gerade im Bereich der rechten Straftaten, sind ein Problem. Ist von allen angesprochen worden. Und ich glaube, dass wir uns hier noch einmal vertieft Gedanken machen müssen. Ich glaube, es reicht nicht, dass wir uns darauf zurückziehen, dass wir sagen, wir haben jetzt knapp 10 Millionen Euro, die wir ins Demokratiezentrum stecken, auch zur Bekämpfung von Extremismus. Ich glaube, dass wir auch dort innerhalb der Programme, die dort laufen, uns Gedanken machen müssen, wie wir die ausstrukturieren. Wir haben nämlich dort häufig kurzfristig oder kurzzeitig laufende Projekte. Wenn ich aber sehe, wie sich Extremismus in den letzten Jahren verfestigt, ehrlich gesagt gar nicht in den letzten Jahren verfestigt, den gibt es seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Diese Einstellungen sind in den Köpfen, und wir müssen Projekte und Konzepte entwickeln, wie wir diesen Extremismus, der, wenn ich Antisemitismus nehme, seit Jahrhunderten in der Bevölkerung vorhanden ist, wie wir den aus den Köpfen rausbekommen, wie wir dort Programme auflegen, die es ermöglichen, hier Veränderungen herbeizuführen. Und das werden wir nicht über kurzlaufende Programme hinkriegen. Da brauchen wir dauerhaft verfestigte Strukturen. Weil wir werden, um so etwas zu erreichen, sei es Antisemitismus, sei es Linksextremismus, Rechtsextremismus, werden wir Jahrzehnte brauchen, um hier Veränderungen zu erreichen. Weil leider diese Veränderung in den Köpfen erst nur über Jahre und Jahrzehnte gleichzeitig zu bewirken ist. Deswegen brauchen wir hier nicht nur dürfen wir uns nicht nur freuen und sagen, jetzt haben wir ja alles gemacht, sondern wir müssen hier, glaube ich, wirklich in die Tiefe gehen und auch noch einmal neue Konzepte entwickeln und erarbeiten. Meine Damen und Herren, ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, durchaus dazu beiträgt, dass die Zahlen positiv sind, ist der täterorientierte Ansatz, der zunehmend in den Mittelpunkt der Polizeiarbeit rückt. Es ist schlicht und einfach so, dass eine Vielzahl der Delikte von einigen wenigen Kriminellen verübt werden. Und während man in der Vergangenheit häufig auf die Delikte geschaut hat und immer getrennt ermittelt hat, rückt heute die einzelne Person in den Mittelpunkt. Und natürlich, wenn ich einen der Mehrfachintensivtäter verhafte, behindere ich auch einen Großteil der Straftaten. Deswegen kann man diesen Ansatz ausdrücklich loben und ausdrücklich begrüßen und unterstützen, dass dort auch innerhalb der Strukturen, die innerhalb der Polizeidirektionen, der Polizeipräsidien, die dort angepasst wurden, dass die absolut in die richtige Richtung gehen in den letzten Jahren. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, den man auch weiter verfolgen muss und der auch innerhalb der verschiedenen Direktionen intensiv ausgetauscht werden muss. Weil wenn wir es schaffen, die Intensivtäter, die Mehrfachtäter nicht mehr dazu kommen zu lassen, Straftaten zu verüben, dann schaffen wir es auch, entsprechend weiter die Zahlen zu reduzieren. Meine Damen und Herren, deswegen gilt der ausdrückliche Dank. Und das
haben einige Vorredner auch schon gemacht, den Polizeibeamtinnen und Beamten, die jeden Tag 24 Stunden rund um die Uhr ihren Kopf hinhalten für uns alle in der Gesellschaft, dafür, dass wir halbwegs in Sicherheit leben können, in ziemlicher Sicherheit leben können, ich möchte es so betonen, und dafür auch noch dann ihrerseits beschimpft werden, bespuckt werden, beleidigt werden, angegriffen, geschlagen werden. Und meine Damen und Herren, das ist ein Themenfeld, da hätte ich mir auch etwas mehr Dynamik gewünscht. Wir haben vor anderthalb Jahren eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, in der gesagt wurde, hier muss sich was ändern. Was ist bis heute passiert? Nichts. Jetzt kommt der Minister und sagt, doch, wir haben die Strafverschärfung. Sorry, das hat aber nichts gefruchtet. Strafverschärfung und Abschreckung alleine reicht nicht aus. Wir werden hier in diesem Bereich in den nächsten Wochen und Monaten, und das hat die Studie, die der Deutsche Beamtenbund letzte Woche vorgestellt hat, deutlich gemacht, werden wir dringend daran arbeiten müssen, auch konkrete Veränderungen zu erreichen. Wir müssen erreichen, dass solche Angriffe auf Beamte, und da zählen nicht nur die Beamtinnen und Beamten, Feuerwehr, Rettungskräfte, da zählt auch der Mitarbeiter im Jobcenter dazu, der angegriffen wird. Da zählen auch andere im öffentlichen Bereich dazu, jeder, der sich für den Staat Gerichtsvollzieher. Wir hatten zwei Tage, tragischerweise zwei Tage nach Vorstellung der Studie, den Gerichtsvollzieher, der angeschossen worden ist. Meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel und hinnehmbar. Und da muss die Strafe auch konsequent auf dem Fuße folgen. Und das kann nicht ewig dauern, bis dort entsprechend was passiert. Deswegen brauchen wir hier konkrete Maßnahmen und Ansatzpunkte und nicht nur den Hinweis auf die bereits vorgenommene Strafverschärfung. Meine Damen und Herren, wir haben nichts gehört zum Thema Rahmenbedingungen für die Polizeibeamtinnen und Beamten. Wir haben einen Wettbewerb, der wird immer heftiger. Nordrhein-Westfalen hat gerade 2.500 Polizeibeamte neu ausgeschrieben und eingestellt, ist dabei. Eine richtige Herausforderung, gerade im nordhessischen Bereich, dann noch neue Kräfte auch für die hessische Polizei zu gewinnen. Das brauchen wir aber. Bundespolizei im Rhein-Main-Gebiet. Die haben gerade eine Tarifsteigerung genommen, da kann man nur gucken. Da sind unsere Nullrunden von 2015, war es, glaube ich, hängen uns immer noch nach. Das macht es nicht attraktiv. Die schauen auf den Gehaltszettel und bleiben in NRW oder gehen sogar aus Hessen nach NRW. Und das sind Herausforderungen, die wir denen wir uns stellen müssen, wo wir überlegen müssen, wie schaffen wir es, die zu uns zu holen? Wie machen wir unseren Dienst im öffentlichen Bereich, aber auch gerade bei der Polizei, so attraktiv, dass die Leute bei uns mitarbeiten wollen? Auch dazu habe ich nichts gehört. Die Zahl der Abbrecher liegt bei 17%. So brutal attraktiv kann es dann offensichtlich nicht sein. Mag sein, dass das der ein oder andere wirklich missbraucht, nur um sein Studium, solange er keinen Platz hat, zu finanzieren. Aber es gibt auch genügend Abbrecher währenddessen und am Ende. Und da muss man ganz offen sagen, fehlen auch noch die Lösungen. Man kann versuchen, mehr einzustellen. Aber auch da gibt es Grenzen, weil wir auch da im Wettbewerb stehen. Und was nicht passieren darf, ist, dass die Qualität abgesenkt wird. Da werden wir mit Argusaugen darauf achten. Ist bislang so nicht gewesen, ist nicht so. Aber wir werden auch weiterhin darauf achten, dass das nicht passieren darf, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass wir auch mit solchen Ansätzen wie Vereinbarkeit, Familie und Beruf, Überstunden abbauen, Verwaltungsarbeit abbauen. Wir haben den Vorschlag der Polizeiverwaltungsassistenten schon oft genug gebracht und hier eingebracht. Polizeibeamte haben keine Lust, in ihrer Stube zu hocken und zu schreiben. Die wollen auch Polizeiarbeit machen und draußen unterwegs sein. Und da können wir mit diesen Ansätzen, glaube ich, weitere Entlastung schaffen und damit den Polizeiberuf auch weiter attraktiv machen. Meine Damen und Herren, ich will noch auf das Thema Toleranz für Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eingehen. Hier darf es und kann es kein Vertun geben. Es gibt keine Akzeptanz für jeden, der sich gegen eine freie Meinungsäußerung wendet und Leute unter Druck setzt. Das gilt in jede Richtung. Und das muss konsequent verfolgt werden. Und da möge sich jeder hinterfragen, wie er das selbst hält und wie er das hält, wenn gerade einmal eine politische Diskussion hochkocht. Ich glaube, dass da einiges manchmal in schwierige Richtungen läuft. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man erlebt so einiges. Und da muss ich ganz offen sagen, es ist manchmal schon schockierend, wie schnell das geht und mit welcher Voreingenommenheit plötzlich Dinge stattfinden.
Ich warne davor, Hass und Hetze zu unterschätzen. Das übt Druck auf die einzelnen Personen aus, und das verändert politische Debatten. Und da geht es im Ergebnis um den Kampf für die Meinungsfreiheit, meine Damen und Herren. Jeder Mensch, und dafür kämpfen wir als Freie Demokraten ganz vorne, muss das Recht haben, seine Meinung frei äußern zu können, es sei denn, sie steht im Widerspruch zum Grundgesetz und zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und dafür setzen wir uns ein, und das werden wir auch weiterhin tun. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das immer wieder deutlich zu machen. Und ich glaube, dass man an der Stelle gar nicht genug Einsatz bringen kann. Was das Thema Lübcke, Rechtsextremismus betrifft, glaube ich, und das ganze Thema Extremismus betrifft, glaube ich, dass wir, und deswegen ist die Überschrift der Regierungserklärung mutig, dass wir vor großen Herausforderungen stehen und dass das nächste Jahrzehnt eher besondere Anstrengungen bedarf, um dafür zu sorgen, dass es wirklich ein sicheres wird. Ja, es ist gelungen, die Versammlung oder die Bande auffliegen zu lassen, die jetzt die Anschläge geplant hat. Aber ich fürchte, dass das zunehmen wird. Und ich fürchte, dass wir hier weitere Aufgaben haben. Und wenn ich dann sehe, dass beim Verfassungsschutz zahlreiche Stellen unbesetzt sind und es nicht einfach ist, sie zu besetzen. Ja, sie sollen qualitativ gut besetzt werden, keine Frage. Das ist in der Tat eine Herausforderung. Und trotzdem hätte man damit auch früher anfangen können und müssen. Und das ist eine Kritik, die man an der Stelle wirklich noch einmal anbringen kann. Meine Damen und Herren, ich glaube, es zu schön zu malen, ist verkehrt. Und ich glaube, es zu dunkel zu malen, ist genauso verkehrt. Ich glaube, dass wir in einem Rechtsstaat leben, der den Namen verdient hat. Aber dass wir auch täglich daran arbeiten müssen, besser zu werden und Wege zu finden, wie wir die Arbeit bei der Polizei, bei den Verfassungsschutzbehörden und auch in der Politik drumherum verbessern können, damit wir weiterhin den Bürgerinnen und Bürgern in Hessen ein sicheres Umfeld liefern können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Als nächstes hat Herr Kollege Schaus für die Fraktion DIE LINKE das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Alle Jahre wieder möchte sich der Innenminister im Glanz der Polizeiarbeit sonnen. Das Problem? Die Menschen fühlen sich weniger sicher. Sie machen sich große Sorgen um die Zukunft und neuerdings auch verstärkt um die Demokratie in unserem Lande. Aber ich will zunächst einmal auf positive Entwicklungen bei der Kriminalitätsbekämpfung eingehen. Ich freue mich, dass die Aufklärungsquote insgesamt weiter gestiegen ist. Das trifft zwar nicht für alle Kriminalitätsbereiche zu, ist aber eine gute Entwicklung. Ebenso erfreulich ist es, dass Straßenkriminalität um weitere 7% zurückgegangen ist. Allerdings stagniert hier leider die Aufklärungsquote. Ob dies jedoch ursächlich mit der verstärkten Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen zu tun hat, so wie Sie, Herr Innenminister, das gestern in Ihrer Pressemitteilung im Zusammenhang gebracht haben, bezweifle ich stark. Erfahrungsgemäß verlagert sich die Kriminalität nur von einem solchen beobachteten Ort weg zu anderen Orten und Plätzen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch erneut das Kompassprogramm ansprechen. Es ist gut, wenn sich die Polizeiexperten zwischenzeitlich intensiver als in der Vergangenheit in mehr als 70 Städten und Gemeinden mit Vereinen und Verbänden und den Ordnungsbehörden regelmäßig zusammensetzen, um die oftmals gefühlte Unsicherheit abzubauen. Dazu bedarf es aber keines besonderen Programmes mit Zertifikat. Das ist ganz normale Polizeiarbeit, Herr Minister. Das Kompassprogramm wurde aber zuvörderst seinerzeit mit viel Presserummel dafür gestartet, die Videoüberwachung zu forcieren und dafür eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, wir als LINKE lehnen einen massiven Ausbau von Videoüberwachungstechnik weiterhin grundsätzlich ab. Erfreulich ist es,
dass die Straßenkriminalität um fast 10.000 Delikte zurückgegangen ist. Dies hat sicherlich mit der verstärkten Polizeipräsenz von Polizeistreifen in den Schwerpunktgegenden zu tun, was ein Beweis für den erfolgreichen Einsatz von mehr Personal bei der hessischen Polizei darstellt. Es ist also allemal besser, als Videoüberwachung Leute auf die Straße zu bringen, denke ich. Es freut mich sehr, dass es gelungen ist, die Zahl der Wohnungseinbrüche um fast 10% zu reduzieren. Dass solche Einbrüche in Privathaushalten nur in weniger als der Hälfte der Fälle gelingen, ist ebenso erfreulich. Bedauerlich ist aber auch, dass die Aufklärungsquote gesunken ist und nur noch 17,2% beträgt. Ich freue mich auch über Ihre klare Aussage, Herr Beuth, dass die Kriminalitätsstatistik für 2019 wieder bestätigt hat, dass Zuwanderer als Tatverdächtige nicht in besonderer Weise auffällig sind. Sie haben das ja heute auch noch einmal wiederholt. Dies sollten sich nämlich die Scharfmacher und Hetzer in unserer Gesellschaft endlich einmal hinter ihre braunen Ohren schreiben. Ja, wir leben in einem sicheren Land. Das will ich auch betonen. Nur dabei muss man alle Aspekte betrachten, und das haben Sie, Herr Minister, heute leider nicht getan. In Ihrer Rede war z. B. keine Aussage zu der zumindest teilweise erfolgreichen Ermittlungsarbeit gegen rassistische und rechtsextreme hessische Polizeibeamte enthalten. Herr Beuth, das können Sie doch nicht einfach ausblenden. Wenn Sie hier nur zur inneren Sicherheit des Landes sprechen, dann ist das eben mehr als nur die Zahlen der Kriminalstatistik zu verkünden. Da gehört dieser unerfreuliche Teil des Innenlebens der Sicherheitsbehörden, auch wenn es unangenehm ist, zu einer ehrlichen Berichterstattung mit dazu. Aber wenn Sie Ihre Regierungserklärung unter den Titel „Erfolgreicher Staat in ein sicheres Jahrzehnt“ stellen, dann haben natürlich da selbstkritische Betrachtungsweisen für Sie offenbar keinen Platz. Und so erzählen Sie jedes Jahr im Grunde dieselbe Geschichte. Dabei hat die hessische Polizei in der Tat einiges an Erfolgen vorzuweisen. Das will auch ich gerne zugestehen. Ja, die hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten leisten unter erschwerten Bedingungen, unter weiterhin bestehenden Personalmangel, unter der Last von immer noch knapp 3 Millionen Überstunden und unter einer vergleichsweise schlechten Besoldung gegenüber der Mehrheit ihrer Kolleginnen und Kollegen des gehobenen Dienstes in den anderen Bundesländern gute Arbeit. Und dafür möchte auch ich mich bei allen recht herzlich bedanken. Aber ich muss mich hinsichtlich Ihrer Kriminalitätsstatistik leider wiederholen, wenn ich erneut auf folgende Tatsachen hinweise. Erstens. Ihre Kriminalstatistik ist auf Erfolg getrimmt. Es sind nämlich Polizistinnen und Polizisten selber, die hinter vorgehaltener Hand sagen, dass diese Statistik wenig Aussagekraft hat, um es einmal vorsichtig zu sagen. Zweitens. Es ist eine sogenannte Ausgangsstatistik. Das ist heute auch schon teilweise angesprochen worden. Das heißt, es lassen sich nur begrenzte Aussagen daraus ableiten. In diesem Falle wissen wir, wenn überhaupt, nur, dass so oder so viele Straftaten angezeigt wurden und diesen Straftaten auch ein möglicher Täter zugeordnet wurde. Was wir explizit damit nicht wissen, wie viele Straftaten fanden statt, aber wurden nicht angezeigt. Und wie viele Straftäter wurden verdächtigt, waren es am Ende aber gar nicht. Das ist ein großes Problem dieser Statistik. Die Linke und die SPD haben sich wiederholt dafür eingesetzt, dass wir sogenannte Dunkelfeldstudien machen, beispielsweise zu häuslicher Gewalt oder zu sexuellem Missbrauch von Kindern. Experten gehen davon aus, dass hier das Dunkelfeld wesentlich größer ist als die in der Statistik gezählten Straftaten. Bis zu 90%, sagte nun bei der Pressekonferenz die LKA-Chefin. Und es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber da nutzen Ihre Zahlen in der Kriminalstatistik halt wenig, um damit die Realität zu beschreiben.
Ja, das gilt für alle Bundesländer. Die Kritik ist auch angebracht. Ja, ich komme da noch drauf, Herr Bauer. Aber ich will es nur einmal festhalten an der Stelle. Wenn viele Straftaten überhaupt nie angezeigt werden, aus Scham, wegen des familiären Nahfeldes oder weil die Betroffenen denken, es bringt ja nichts, dann haben wir ein großes gesellschaftliches Problem, das in Ihrer Statistik aber unzureichend zum Ausdruck kommt. Und das sollte man zumindest einmal erwähnen. Sie haben in Ihrer Kriminalitätsstatistik Verdächtige, aber niemand weiß, ob sie in einem Gerichtsverfahren verurteilt werden. Wir fordern deshalb seit Jahren eine Verlaufsstatistik, damit man endlich einmal weiß, ob und in welchen Bereichen denn wirklich wie viel aufgeklärt wurde. Die Polizei fordert das im Übrigen auch selbst. Es wäre also ein großer Schritt nach vorne, wenn wir das, was andere Länder auf der Welt hinbekommen, auch bei uns in Deutschland und in Hessen hätten. Bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, möchte ich nochmals klarstellen. Ich beziehe meine Kritik auf Sie, Herr Minister, nicht aber auf die hessischen Polizistinnen und Polizisten. Denn ich bin der Auffassung, eben, deswegen musste ich das noch einmal sagen, dass bei allen Fehlern, die auch im Polizeidienst gemacht werden, unser Dank der hessischen Polizei für ihre couragierte Arbeit und ihren Einsatz ebenso wie nahezu allen Beschäftigten des Landes Hessen gelten muss. Dass es über 4.000 Übergriffe gegen Polizeibeamtinnen und Beamte, Feuerwehrleute, Rettungskräfte und weitere öffentlich Bedienstete bei der Ausübung ihrer Arbeit gegeben hat, ist durch nichts zu entschuldigen, meine Damen und Herren. Auf Initiative Hessens wurde bereits 2017 im Bundestag eine Strafverschärfung bei solchen Delikten vorgenommen. Seither werden diese mit mindestens 3 Monaten Freiheitsstrafe geahndet. Das war Ihre Initiative, Herr Minister Beuth. Das, ja, natürlich. Ich bin auch weiter dagegen. Ich sage Ihnen auch, warum. Heute wissen wir, sie hat aber den weiteren Einstieg, das belegen ja Ihre Zahlen, nicht verhindert. Deshalb ist auch die populistische Forderung, Ihre populistische Forderung, nach einer weiteren Strafverschärfung auf 6 Monate unnötig, weil ebenso unwirksam. Und das müssen Sie auch erkennen bei diesen Zahlen. Die bestehenden Gesetze, und das sage ich weiterhin, reichen aus. Sie müssen in diesen Fällen nur konsequent angewandt werden. Und da richte ich auch meine Auffassung an die Justiz selbst. Da bin ich mit Günter Rudolph völlig einer Meinung. An dieser Stelle ist Nachholbedarf, auch was die zeitlichen Abläufe angeht. Da müssen wir darüber diskutieren. Leider sorgen Teile der hessischen Polizei aber auch immer wieder für Negativschlagzeilen. In den letzten Wochen wurden bei zahlreichen weiteren Polizeibeamten Hausdurchsuchungen vorgenommen. Sie werden beschuldigt, rassistische und rechtsextreme Informationen zu verbreiten. Und ich befürchte, es kommen noch weitere Beschuldigte hinzu. Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang wird immer wieder von Einzelfällen innerhalb der Polizei gesprochen. Natürlich hoffen auch wir, dass es sich um Einzelfälle handelt, denn alles andere wäre furchtbar. Es kommen aber ständig neue sogenannte Einzelfälle hinzu. Bei derzeit über 60 beschuldigten Polizeibeamten kann man meines Erachtens nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Die Zusammenhänge sind zu offensichtlich. Zumindest gibt es sehr viele sogenannte Einzelfälle, bei denen man sich zum Teil sehr ernsthaft fragen muss, mit welchem Verständnis hier Beamtinnen und Beamte ihren Dienst versehen. Hakenkreuze, SS-Museen zu Hause, Hitlergrüße, offener Rassismus und vieles mehr. Wir wissen bis heute nicht, was im ersten Polizeirevier seinerzeit genau passiert ist und ob dort Polizistinnen und Polizisten in noch Schlimmeres involviert sind. Ich kann nur hoffen, dass all diese Vorkommnisse auch in der Polizei zu einem massiven Umdenken führen, dass Vorgesetzte, Dienstgruppenleiter und alle anderen Führungspersonen genauer hinsehen und hinhören, besser als in der Vergangenheit.
Im Sinne der Glaubwürdigkeit und des Ansehens aller Polizeibeamtinnen und Beamten sind alle Vorfälle genauestens aufzuarbeiten. Es darf keine Toleranz gegenüber Menschenfeinden und Rassisten innerhalb der hessischen Polizei geben. Warum ist dieser Punkt so wichtig? Weil er beispielhaft ist. Beispielhaft auch für die Personenakten des oder der mutmaßlichen Lübcke-Mörder, die im Verfassungsschutz intern gelöscht wurden, obwohl die als Neonazis über Jahrzehnte hinweg aktiv waren. Die Rechtfertigung des Landesamtes für Verfassungsschutz lautet noch immer, die waren über 5 Jahre nicht auffällig. Die sind abgekühlt. Diese Aussage verhöhnt nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch den seinerzeitigen Verfassungsschutzpräsidenten Eisvogel, der Stefan E. noch Ende 2009 in einem internen Vermerk als brandgefährlich bezeichnete. Ich frage mich, was haben die da gemacht danach in diesem Amt? Haben sie das sozusagen beiseite gelegt? Interessiert uns nicht? So kommt es mir gerade vor. Der hessische Verfassungsschutz steht abermals in der öffentlichen Kritik. Er steht beispielhaft für ein Systemversagen, in dem intern nicht richtig hingeschaut wird, falsche Einschätzungen vorgenommen werden, die noch dazu auf einem System von bezahlten Spitzeln basieren, deren Unzuverlässigkeit hinlänglich bekannt ist. Laut Kriminalstatistik haben wir einen erheblichen Anstieg rechter Straftaten um über 50% in einem Jahr. Von 1645 Straftatbeständen in den 4 Phänomenbereichen insgesamt gehen alleine 917 auf das Konto von Rechtsextremisten. Und darunter ist auch der Mord an unserem Kollegen Dr. Walter Lübcke. Die Propagandadelikte sind um 60% und Volksverhetzung sind um 33% in einem Jahr angestiegen. Aber auch die Gewalttaten sind um 26% im letzten Jahr angestiegen. In Ihrer Presseerklärung von gestern, Herr Minister Beuth, relativieren Sie diesen enormen Anstieg an rechten Straftatenbeständen, indem Sie schreiben, ich zitiere aus Aber Herr Abgeordneter Scholz, Sie müssen dann zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Ich zitiere aus Seite 7 Ihrer Presseerklärung. Da heißt es, der starke Anstieg der rechtsmotivierten Kriminalität ist aber im Wesentlichen auf Propagandadelikte, Klammer auf, plus 215 zurückzuführen. Nach so einer fürchterlichen Tat haben die Bürgerinnen und Bürger noch sensibler und wachsamer auf verfassungsfeindliche Kennzeichen und Verbreitung von rechter Propaganda reagiert. Zitat Ende. Was soll das heißen, Herr Minister? Überwiegend nur Propaganda? Also, das können Sie jetzt nicht mehr komplett ausführen, weil Ihre Redezeit ist abgelaufen. Darf ich noch 2 Sätze sagen, Frau Präsidentin? Einer tut es auch. Gut, dann mache ich ein Komma. So. Meine Quintessenz daraus ist, dass aus Worten Taten werden, das wissen wir. Und Hakenkreuzschmierereien sind schlimm und nicht zu verharmlosen, Herr Minister. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schaus. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Bauer von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es sind viele Faktoren, die die Lebensqualität in einem Land ausmachen. Ein ganz entscheidender ist sicher das Maß an innerer Sicherheit. Innere Sicherheit ist ein Bürgerrecht. Jeder hat Anspruch darauf, sicher leben zu können. Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt für das Jahr 2019 eindrucksvoll, dass Hessen in puncto Sicherheit spitzenmäßig aufgestellt ist. Meine Damen und Herren, wir haben die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 40 Jahren, die höchste Aufklärungsquote aller Zeiten, 10% weniger Wohnungseinbruchsdiebstähle. Die Straßenkriminalität ist im 20-Jahres-Vergleich halbiert. Das sind maßgebliche Erfolge dieser Landesregierung und der hessischen Polizei. Es ist, meine Damen und Herren, es ist die beste Kriminalstatistik in der Geschichte unseres Landes. Und das ist nicht übertrieben,
Das ist auch nicht überheblich. Ich sage es aber durchaus selbstbewusst. Hessen gehört damit zu den sichersten Bundesländern in ganz Deutschland. Die jährliche Statistik bezüglich der Kriminalität sagt auch etwas aus über die Qualität der Arbeit unserer Polizei. Und da zeigt uns die Aufklärungsquote, dass die Beamtinnen und Beamten auch im vergangenen Jahr Tag für Tag eine professionelle, engagierte und im Ergebnis auch erfolgreiche Arbeit geleistet haben. Und dafür sei allen Polizisten im Lande herzlichst gedankt. Wir wissen durchaus das zu schätzen, was Sie 2019 für die Sicherheit in Hessen geleistet haben. Noch nie konnte die Polizei in Hessen so viele Straftaten aufklären wie im vergangenen Jahr. Eine Aufklärungsquote von fast zwei Dritteln, 65,2 %, ist Spitze. Es ist der höchste Wert seit Einführung der Statistik im Jahr 1971. Was will man denn mehr, meine Damen und Herren, als solche Erfolge hier zu präsentieren? Und ich hoffe doch, meine Damen und Herren, wir sind uns darin einig, dass jeder Fall, der aufgeklärt werden kann, ein Stück Vertrauen schafft in die Leistungsfähigkeit unseres Staates. Und das ist die erste Voraussetzung dafür, damit nach einer Straftat wieder Rechtsfrieden hergestellt werden kann. Der Einblick in diese statistische Polizeiarbeit stärkt sicherlich auch das Sicherheitsempfinden der Menschen. Denn die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist auf einem historischen Tiefstand. Die Kriminalitätsbelastung ist 2019 erneut gesunken. Die registrierten Straftaten wurden um knapp 8.000 Fälle minimiert. Die Kriminalitätsbelastung pro 100.000 Einwohner ist ebenfalls gesunken. Ohne diese statistischen Zahlen verklären zu wollen, sie sind ein bundeseinheitlicher Indikator für die Arbeits- und Leistungsfähigkeit einer Polizei. Und unsere Polizei leistet Hervorragendes. Meine Damen und Herren, Vorfahrt für Sicherheit. Danach handelt die CDU seit Übernahme der Regierungsverantwortung im Jahre 1991. Und die Erfolge dieser Arbeit können sich sehen lassen. Wir setzen seit vielen Jahren die richtigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Polizeiarbeit in Hessen. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Der Innenminister, der die beste Kriminalitätsstatistik in der Geschichte unseres Landes zu verantworten hat, ist Peter Beuth, meine Damen und Herren. Das ist so. Und deshalb gilt unser Dank auch diesem Innenminister. Das ist doch ganz klar. Er hat Tag für Tag eine sehr anspruchsvolle Arbeit zu bewältigen. Und diese erfolgreiche Polizeibilanz ist auch ein Beleg für seine persönliche erfolgreiche Arbeit zur Sicherheit der Menschen in unserem Land. Und deshalb vielen Dank, lieber Peter Beuth. Und wenn wir heute über Fallzahlen sprechen aus der Kriminalitätsstatistik, dann sind diese Zahlen sicherlich nur abstrakte Größen. Entscheidend, meine Damen und Herren, ist doch aber, was diese Zahlen eigentlich ausdrücken. Denn hinter diesen Zahlen stehen doch Menschen, und um diese Menschen geht es. Es geht um individuelle Schicksale. Hinter jeder verhinderten Straftat steht ein Mensch, der nicht geschädigt worden ist. Hinter jeder aufgeklärten Straftat steht ein Mensch, der nicht mehr nur Opfer ist, sondern auch auf die Bestrafung des Täters hoffen kann. Das ist es, was der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern schuldet, ein Leben in Freiheit und in Sicherheit zu gewähren. Und wir arbeiten tagtäglich daran, meine Damen und Herren. Es ist auch ein Beitrag für mehr Freiheit, wenn man hier feststellen darf, dass die Straßenkriminalität ein wichtiger Indikator für das Sicherheitsgefühl und die Lebensqualität der Menschen im 20-Jahres-Vergleich dank konsequenter Polizeiarbeit halbiert werden konnte. Erstmals in Hessen gibt es weniger als 60.000 Fälle. Die Fallzahlen haben sich seitdem fast halbiert. Die Aufklärungsquote nahezu verdoppelt. Das sind doch gute Nachrichten, meine Damen und Herren, für die Menschen in unserem Land. Ein besonderer Augenmerk liegt auch auf der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen. 10 % weniger Wohnungseinbruchsdiebstähle. Die Anzahl der vollendeten Delikte, also der tatsächlichen Einbrüche, sank auf den niedrigsten jemals gemessenen Stand von 3.730 Fällen. Das sind doch hervorragende Zahlen, meine Damen und Herren. Und was nützt denn da der Verweis auf ein Dunkelfeld, wenn man doch davon ausgehen kann, dass jemand, bei dem eingebrochen worden ist, egal ob das in Hamburg oder in Baden-Württemberg oder in Nordrhein-Westfalen war, in der Regel seinen Einbruch der Versicherung auch meldet. Da ist das Dunkelfeld in Hamburg doch genauso groß wie vielleicht in Hessen.
und mit marginalen Unterschieden. Also von daher will man doch nur die Zahlen, die bei Lichte betrachtet hervorragend sind, ins Dunkelfeld verschieben, weil man sie nicht zur Kenntnis nehmen möchte, meine Damen und Herren. Das beste Mittel, dass Menschen in unserem Land der Polizei vertrauen und jede Tat zur Anzeige bringen, ist doch der Hinweis darauf, dass 2/3 der Straftaten auch aufgeklärt werden, meine Damen und Herren. Das sind doch die Fakten, die die Menschen überzeugen. Und natürlich ist jeder Einbruch einer zu viel, aber die positive Entwicklung darf man doch nicht verkennen. Und die Bürgerinnen und Bürger haben auch daran mitgewirkt, ihre eigenen vier Wände gut zu schützen. Und die polizeilichen Maßnahmen wirken schlechthin. Neben einem anhaltenden hohen Kontrolldruck und einer erfolgreichen Länderkooperation auch über die Landesgrenzen hinaus setzt die hessische Polizei auch bewusst auf die kostenlosen kriminalpolizeilichen Beratungen der Bürgerinnen und Bürger. Fast 7.000 Informationsgespräche wurden von Expertinnen und Experten der Polizei hessenweit geführt. Und auch unsere bundesweit einzigartige Prognosesoftware KLB Operativ steht den Kolleginnen und Kollegen für ein effektives Computerprogramm zur Verfügung für eine entsprechende Analyse von Einbruchsserien, um diese frühzeitig zu erkennen und auch entsprechend zu unterbinden. Das ist Made in Hessen. Das ist Qualität, die wir hier in Hessen entwickelt haben, und die steht unserer Polizei zur Verfügung, meine Damen und Herren. Ja, wir haben viel erreicht in vielen Bereichen, aber ich gebe zu, wir müssen auch noch eine Menge tun, keine Frage. Das zeigt auch die Statistik. Und wir wollen uns damit auch keinesfalls zufrieden geben. Und in manchen Deliktsbereichen, Kollegen haben schon Hinweise gegeben, wollen und werden wir auch noch besser werden. Und nicht ohne Grund haben ja CDU und Bündnis 90 die Grünen im Landeshaushalt auch erneut ein Stärkungspaket auf den Weg gebracht. Wir wollen dafür sorgen, dass es weiterhin mehr Polizei gibt. 2025 werden dank unserer Maßnahmen den Haushalten der letzten Jahre wird es über 16.000 Vollzugsbeamte geben. Das sind 2.270 Polizeivollzugsbeamte mehr seit 2015. Wo gibt es das sonst, meine Damen und Herren? Und ich frage Sie, wo waren Sie denn, wenn es darum geht, die Arbeit der Polizei zu verbessern? Der Landeshaushalt, da können Sie mal den Schwur dann auch proben, der beinhaltet doch 21 Millionen € für einen neuen Fuhrpark, 1,5 Millionen € für neue Bewaffnung, 10 Millionen € für neue Dienst- und Schutzkleidung. Ja, sind Sie dafür oder sind Sie dagegen, meine Damen und Herren? Er beinhaltet 399 Stellenhebungen. Das sind 600 Beförderungsmöglichkeiten. Damit verbessern wir real die Qualität und die entsprechenden Einsatzmöglichkeiten unserer Polizei und nicht durch die Reden und Plattitüden der Opposition, meine Damen und Herren. Und dann sage ich noch etwas. Wenn man sich schon Sorgen macht um den Nachwuchs der hessischen Polizei, dann darf man sich nicht dahinstellen und ja alles schlecht reden. Denn die beste Werbung ist doch dafür zu sagen, es macht Sinn, in den hessischen Polizeidienst zu kommen, weil wir zum einen durchaus spitzenmäßig die Anwärter auch bezahlen, auch im Bundesvergleich, das ist schon mal das eine, dass wir auch deutlich machen, dass wir hier gute Nachwuchswerbung machen wollen, auch aus diesem Parlament heraus, indem wir die erfolgreiche Arbeit unserer Polizei auch nach außen darstellen und nicht madig reden, meine Damen und Herren. Das ist das Erste, was man machen muss. Und das Zweite ist, jede dieser Stellen, die wir ausweisen, wird auch besetzt werden bzw. nachbesetzt werden. Und ich glaube, in der Vergangenheit war es durchaus so, dass 1/3 der Bewerber für den hessischen Polizeidienst aus anderen Bundesländern kamen. Ja, warum kommen die denn zu uns? Weil bei uns alles schlecht ist, meine Damen und Herren. Die kommen zu uns, weil in Hessen die Polizei gut bezahlt wird und erfolgreich arbeitet. Und wenn man schon den Vergleich macht mit der Bundespolizei, dann sei auch der Hinweis gestattet, dass bei uns die Polizei in der Besoldungsgruppe anfängt, wo sie beim Bund in Pension geht, meine Damen und Herren. Das ist doch die Wahrheit. Meine Damen und Herren, wir wollen in vielen Bereichen besser werden. Und deshalb haben wir auch im Landeshaushalt 2020 Gelder bereitgestellt für den Ausbau von Videoschutzanlagen in Städten und Gemeinden. Denn wir sind durchaus auch der Auffassung, dass dies ein Beitrag ist und ein Beitrag bleiben muss für ein verbessertes Sicherheitsgefühl und auch für eine verbesserte Strafverfolgung. Das ist ein wichtiges Hinweisinstrument. Und wir helfen deshalb auch den Kommunen bei der Frage, was ist ein geeigneter Standort. Wir übernehmen die Überwachung durch die Polizei. Und diese Landesregierung, der Landeshaushalt, stellt Gelder dafür bereit, trägt auch 2/3 der Kosten. Die Förderung von Videosicherheitstechnik in den Städten wird mit rund 1,3 Millionen € im Jahr unterstützt. Und das ist ein wichtiger, praktischer Beitrag für mehr Sicherheit vor Ort, meine Damen und Herren. Und wer dann das Bild von einem Überwachungsstaat an den Horizont malt, ja, der muss mal sagen, wenn ich einen Tag einkaufen gehe und mal tanken gehe, werde ich von mehr Kameras in den Kaufhäusern überwacht, als in ganz Hessen auf öffentlichen Plätzen sind. Wir haben derzeit in 19 Städten
23 Bildzeichnungsauflagen mit insgesamt 204 Kameras. Da hängen in drei französischen Fußballstadien mehr Kameras als in ganz Hessen, meine Damen und Herren. Das Kommunalprogramm Kompass. Das Kommunalpräventionsprogramm Kompass setzt bewusst einen Fokus darauf, die Situation vor Ort mit den Betroffenen zu analysieren. Wir wollen zur Verbesserung der Sicherheitslage und auch zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls die Betroffenen zu Beteiligten machen. Sie sollen mitwirken bei der Definition von Angsträumen. Sie sollen mitwirken bei der Frage, warum sie in gewissen Bereichen möglicherweise Scheu haben, eine Straftat auch zur Anzeige zu bringen. Das ist ein konkretes Instrument auch zur Aufhellung des Dunkelfelds vor Ort, meine Damen und Herren. Damit leisten wir auch einen Beitrag zur Erhellung der Situation vor Ort. Wir schaffen ein konkretes Bild von der Lage in unserem Land. Und der Erfolg gibt uns auch recht, weil mittlerweile fast 70 Städte und Gemeinden bei diesem Präventionsprogramm mitmachen, weil es ein gutes Programm ist, meine Damen und Herren. Und bei einem genauen Blick auf die Statistik gibt es natürlich auch Anlass zu weiteren Anstrengungen. Dazu zählt zweifelsohne der Deliktsbereich der politisch motivierten Kriminalität. Nach einem Rückgang in den Vorjahren ist er erstmals wieder deutlich angestiegen. Die Anzahl der Gewaltdelikte bewegt sich zwar mit 86 Fällen auf dem Niveau des Vorjahres, aber viele Straftaten kamen hinzu, wenngleich sie auch nach der Statistik in den Bereich der politisch motivierten Kriminalität zugeordnet werden. Sogenannte Propagandadelikte, die machen immerhin rund 41% aus. Das soll nicht verharmlost werden, aber das ist zumindest ein Hinweis, dass wir in diesem Bereich wachsam sein müssen und wachsam sein müssen nach allen Bereichen. Denn diese Landesregierung hat ja die Präventionsmittel von ehemals 5 Millionen € auf über 7 Millionen € gesteigert. Und das sind Mittel dabei für die Prävention von Linksextremismus, von religiösem Extremismus und von rechtem Extremismus. Denn uns ist es völlig egal, welcher Extremismus auf der Tagesordnung steht. Wir bekämpfen alles mit der gleichen Härte des Rechtsstaats, meine Damen und Herren. Und da kommt auch die Debatte um die politisch motivierte Kriminalität in Rechts nicht zu kurz. Denn weil wir die Rechtsextremisten besonders untersuchen und kontrollieren durch die Aufbauorganisation Hessen R und auch gezielt unter Druck gesetzt haben, kam es ja auch dazu, dass wir durch den besonderen Verfolgungsdruck ebenfalls weitere politisch motivierte Straftaten erheben konnten. Seit Juli 2019 wurden mehr als 1.100 Kontrollen von Personen, Fahrzeugen und Szeneveranstaltungen durch die Ermittler der BAO Hessen R durchgeführt. Und das wurde auch erfolgreich durchgeführt. Meine Damen und Herren, bedauerlicherweise gibt es auch eine Zunahme antisemitischer Straftaten, die registriert worden sind. Das ist sehr bedauerlich, aber auch hier haben wir als Antwort unserer Überlegungen mehr Geld für die Schutzmaßnahmen bei jüdischen Einrichtungen in Hessen vorgesehen und auch mehr Geld für entsprechendes Personal zum Schutz jüdischer Einrichtungen in Hessen. Uns ist es egal, jüdisches Leben braucht auch einen Platz in Hessen, und das muss auch sicher sein, meine Damen und Herren. Was gar nicht geht, und die Kollegen, da hatte ich den Eindruck, da besteht Konsens, ist die Zunahme der Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Die Zahl der Übergriffe steigt weiter. Das darf so nicht hingenommen werden. Es ist in der Tat schlicht asozial, wenn Polizisten angegriffen werden in der Ausübung ihres Dienstes. Es ist genauso asozial, wenn das Rettungssanitäter sind, Feuerwehrleute oder zunehmend auch Notaufnahmen in Krankenhäusern, Menschen in Jobcentern, Lehrern. Uns ist es völlig egal. Wir wollen ja bewusst eine Debatte machen dafür, warum Menschen so verroht sind in Wort und Tat, dass sie keinen Respekt mehr haben vor Staatsdienern. Und da brauchen wir gute Antworten, die wir gemeinschaftlich erarbeiten sollten. Meine Damen und Herren, wenn die Polizei mit Erfolgen aufwarten kann, dann wird das gemeinhin als eher zufällig so abgetan, so als sei das der politischen Führung in den Schoß gefallen. Das ist aber mitnichten so. Der Erfolg ist harte Arbeit und natürlich zuvörderst harte Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden. Und auch wenn Hessen erneut ein Stück sicherer geworden ist, dann ist das auch ein Ergebnis der politischen Rahmenbedingungen. Und die politischen Rahmenbedingungen setzen schon seit vielen Jahren hier CDU und Bündnis 90 die Grünen. Und deshalb darf ich zum Schluss noch einmal herausstellen, mein Eingangssatz, es ist und bleibt die beste Kriminalitätsstatistik in der Geschichte unseres Landes. Das ist nicht übertrieben, das ist nicht überheblich, das ist schlicht die Wahrheit. Und darauf sind wir stolz und auch sehr dankbar, meine Damen und Herren. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Bauer. Als nächstes hat sich die fraktionslose Abg. Walter zu Wort gemeldet. 2,5 Minuten Redezeit.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im März 2018 titelte die Presse: Bei Kriminalität ist Rüsselsheim Spitze. Im März 2019 lautete die Schlagzeile: Zahl der Straftaten in Rüsselsheim steigt weiter an. Im Gegensatz zum allgemeinen Trend, so die Verlautbarung, verzeichnete Rüsselsheim erneut eine Zunahme der Straftaten um 2,6%. Die polizeiliche Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Südhessen für das Jahr 2019 wird am 28. Februar der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Auf die Zahlen dürfen wir gespannt sein. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich Rüsselsheim auch in diesem Jahr wieder dem Trend widersetzen wird. Ich möchte Sie an zwei Ereignisse erinnern, die Rüsselsheim erneut zu trauriger Berühmtheit verholfen haben. 27. April 2019, Streit zwischen zwei Großfamilien eskaliert, Schießerei in der Innenstadt. 30. Mai 2019, Schüsse auf Dönerbude an der Konstablerwache in Frankfurt, einer der Täter, ein 32-Jähriger aus Rüsselsheim. Im Rahmen des Kompassprogramms holt die Stadt Rüsselsheim in einer repräsentativen Stichprobe die Meinung ihrer Bürgerinnen und Bürger zu ihrem konkreten Sicherheitsempfinden ein. Auf die Auswertung dieser Umfrage dürfen wir gespannt sein. Eines kann ich Ihnen versichern, Herr Innenminister, die von Ihnen präsentierte Kriminalstatistik spiegelt in keinster Weise das Sicherheitsempfinden der Bürger in Rüsselsheim wider. Vielen Dank. Vielen Dank. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Regierungserklärung des Innenministers abgehalten.